Daddy, ja, ich weiß, dass du die Rede schon fertig hast. Aber wie gesagt, wir haben da im Moment keinen Bedarf mehr für. Ja, sag ich ihm. Alles klar. Danke. Ciao. Hallo, Schatz. Ich meine natürlich nicht Schatz. Für dich. Tada! Oh, Papier. Danke. Ach, Entschuldigung. Tada! Hosen, Donnerwetter, wie originell. Lies die Karte, lies die Karte. Welche Karte? Da musst du die Karte. Irgendwo. Kannst du dir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man seine eigene Hochzeit wieder absagen muss? Wieder absagen? Wann hat mir denn zugesagt? Wem hast du abgesagt? Ja, allen. Meinen Eltern, mein Vater hat sogar schon eine Rede geschrieben gehabt. Moment, du hast deinem Vater Bescheid gesagt, bevor du mich gefragt hast? Du hast mir noch nicht mal richtig gefragt, du hast da am Boden gesessen. Ich hab gesagt, du hättest vielleicht Parkinson. Was? Er hätte vielleicht sagen sollen, du hast mir einen Korb gegeben? Korb? Korb? Parkinson? Sieh dir das an. Und du sagst, ich hätte Parkinson? Ich hab gesagt, vielleicht. Ich hab gesagt, dass wir die Hochzeit verschoben haben, bis wir ganz sicher sind. Parkinson? Wenn die das rumspricht, bin ich erledigt. Ja, was meinst du, was ich bin, wenn sich rumspricht, dass du mich nicht heiraten willst? Parkinson, ich kann's nicht fassen. Für meinen geliebten Simsel? Was soll denn der Scheiß? Für wen sind die Blumen? Morgen. Na, wie geht's zu Hause? Besser? Hey, Conny, nicht? Vielleicht hättest du einen Strauß Blumen und eine Karte mitnehmen sollen. Simsel war eine Riesenidee. Hey, ich war nicht unbedingt für Simsel. Simsel, Mann. Was macht die Kosenamen-Taktik? Tja, der erste Versuch war, also ich meine dafür, dass es der erste Versuch war. Also, wir sollten uns schon mal nach freien Stellen umsehen, ja? Nein, Quatsch. Ich meine, zur Not kann ich sie immer noch heiraten. Klar, bevor wir alle wieder für deutlich weniger Geld in einem normalen Krankenhaus richtig arbeiten müssen. Ach, du weißt doch genau, was ich meine. Es ist nur im Augenblick, es sind diese ganzen Kleinigkeiten, weißt du. Zum Beispiel, du willst nur mal irgendwo ein Bier trinken gehen. Und du sagst, lass uns doch noch irgendwo ein Bier trinken gehen. Und sie sagt, ja, gute Idee. Ich bin sofort fertig. Ich bin sofort fertig. Und dann geht sie ins Bad und fängt an, mit jeder Haarsträhne intensive Einzelgespräche zu führen. Ich meine, wie lange kann man auf ein paar Quadratzentimeter Gesichtshaut herummalen? Natürlich muss sie sich umziehen. Natürlich muss sie sich umziehen. Das, was sie anhatte, war völlig in Ordnung, aber sie muss sich umziehen. Was soll ich denn jetzt anziehen? Guck mal, den oder den? Ich meine, wenn ich den anziehe, der passt halt irgendwie nicht zu den Schuhen. Sie hat zwei Schränke voll mit nichts zum Anziehen drin. Das Jäckchen passt zur Hose, dazu hat sie aber keine Schuhe. Zu dem Pulli hat sie Schuhe, in denen kann sie aber nicht laufen. Ah, dann ist sie noch längst nicht fertig. Denn dann kommt das Täschchen. Kannst du mir erklären, wofür ihr Frauen immer und überall ein Täschchen braucht? Sie nimmt eine ambulante Parfümerie mit. Und vermutlich einen Wagenheber, eine Goethe-Gesamtausgabe, einen praktischen Campingkleidmus. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, bis sie fertig ist, haben die Kneipen natürlich längst zugemacht und du hast jegliche Lust verloren, irgendwo hinzugehen. Das Einzige, was du am Ende hast, ist der übliche Ärger. Ganz toll, herrlich, herrlich, wunderbar. Und so ist es mit 5000 Dingen. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich ihr für den Rest meines Lebens dabei zusehen soll, wie sie ihr Täschchen packt. Tja, dann solltest du dir schleunigst eine neue Taktik überlegen. Oder einen neuen Cosimo. Wie hat dein Mann dich denn genannt? Am Anfang Mona, in der Mitte Schatz und am Ende blöde Kuh. Na, das hilft ja schon mal. Ganz ehrlich, sowas Romantisches hätte ich Richard gar nicht zugetraut. Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass sie so gut küsst. Was? Ja, es war irgendwie sanft, aber nicht drucklos. Ja, es war gut. Wirklich der beste Küsser seit längerer Zeit. Richard. Oh, Moment mal, ich meine mal ganz unpersönlich betrachtet, rein medizinisch, wissenschaftlich. Wie findest du das? Nein, ich muss sagen, es war lange nicht so wie Richard. Naja, ich war vielleicht nicht ganz konzentriert. Pass auf. Kann man sich da noch anmelden? Und wie war das?
das war sehr gut. Karin, warte doch mal. Karin, jetzt komm doch mal. Menno, ich weiß nicht, in welcher Tasche ich meinen Lippenstift habe. Ach, Karin, wir sind zu Hause, du brauchst keinen Lippenstift. Hier, komm doch mal. Du hast Mona geküsst. Ach, wie oft soll ich dir noch sagen, das war ein Witz. Michael Bolton war das und gewünscht hat sich das Konrad für seine Karin. Und er schreibt, das ist ein Name, der für mich so voller schöner Momente, Erinnerungen und Zärtlichkeiten ist, dass er keine Verniedlichung braucht, so wie wir keinen offiziellen Zettel brauchen, um zusammen zu sein. Eine schöne Liebeserklärung, finde ich. Und jetzt wünscht sich Dagi für ihren Brummbär Sting und Every Breath You Take. Musst du das so laut machen? Ich habe übrigens meinen Lippenstift gefunden. Er war in der beigen Tasche, weißt du, die ich neulich zu den Pimps anhatte? Also was soll ich denn jetzt hier? Ich möchte wirklich mal wissen, was los ist mit dir in letzter Zeit.